Doch, das hat er sehr wohl gesehen, Herr Kollege Tempel. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir debattieren ja heute zu später Stunde ein altbekanntes Thema, also die Frage, wollen wir den Konsum illegaler Substanzen entkriminalisieren? Und ich kann das ja durchaus nachvollziehen, dass die Linke und auch einige andere, auch die Grünen, meinen, dass man mit einer Entkriminalisierung, dass man mit einer Legalisierung die Zahl der Drogensüchtigen senken kann, weniger Drogenkriminalität generiert und es für alle besser wird. Die Frage ist eben nur, ob wir uns Experimente erlauben wollen oder ob wir sagen, wir machen das mit Vorsicht und Augenmaß, und oftmals trügt eben der schöne Schein. Und deshalb lassen Sie mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch auf ein paar Fakten hinweisen. Es ist hier nur am Rande angesprochen worden. Die Zahlen, 200 Millionen Menschen nehmen illegale Drogen. Dazu gehört Cannabis, Kokain, Heroin. In Deutschland haben wir 600.000 Menschen mit problematischem Konsum von Cannabis und anderen illegalen Drogen. Und gerade die Anzahl, die Art und die Verfügbarkeit sogenannter neuer psychoaktiver Stoffe nimmt auf dem europäischen Markt ja stetig zu. Aktuell werden fast 600 neue psychoaktive Substanzen beobachtet. Allein 2015 wurden davon 98 Substanzen erstmals gemeldet. Und gerade vor allem synthetische Cannabinoide und synthetische Cathinone als Substitute für Cannabis sind auf dem Markt, obwohl wir alle wissen, dass die hochgradig giftig und gefährlich sind. Und da tun Sie hier so, als sei das alles kein Problem und als müssten wir in dem Bereich weiter legalisieren, entkriminalisieren, um dem Problem Herr zu werden. Auch wenn Sie sich die Zahlen anschauen, es gibt im Februar 2016 gab es eine EU-weite Warnung bezüglich des Cannabinoids MDMB, CHMICA, das in Europa seit 2014 13 Todesfälle verursacht hat, 23 nicht tödliche Vergiftungen sind damit in Verbindung gebracht worden. Ich könnte Ihnen jetzt noch eine Menge andere Beispiele auch nennen, die eben belegen, dass es nicht einfach mal so entspannt läuft und keine Gefahren zu verzeichnen sind. Und deshalb sagen wir, hier geht es nicht um Entwarnung, hier geht es nicht um Entkriminalisierung, hier geht es einfach darum, dass wir mit Augenmaß darauf achten, dass hier nicht Bereiche legalisiert werden, wo wir zum Schluss nicht mehr wissen, was da passiert. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja deshalb auch als Regierungskoalition darauf reagiert. Wir haben das neue psychoaktive Stoffegesetz im November 2016 verabschiedet. Und Hintergrund war ja gerade, dass wir effektiver gegen Händler damit vorgehen wollen, weil gerade das Problem bei harmlos wirkenden Produkten, die enthalten meist Betäubungsmittel in unterschiedlicher Konzentration, für jugendliche Konsumenten ist nicht erkennbar, was da letztendlich drin ist. Die verführen die Konsumenten zum Rauchen, zum Schniefen, zum Schnupfen, zu Rauschzwecken. Und da sagen Sie, das ist alles kein Problem, wir müssen das legalisieren. Wir haben den anderen Ansatz, wir wollen nicht legalisieren, wir wollen auch nicht bagatellisieren, sondern wir wollen sensibilisieren, und wir wollen aufklären und wir wollen Leid vermeiden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Kollegin Emmy Zollner hat ja schon darauf hingewiesen, dass das eben keine harmlosen Einstiegsdrogen sind. Das geht damit los, der Beginn, der erste Versuch, die passende Clique, das passende Verhalten, das erscheint dann normal, da wird dann verharmlost, da wird gesagt, das spielt doch keine Rolle, ob wir Cannabis nehmen, ob Heroin, Amphetamin, synthetische Substoffe. Und deshalb verbietet sich gerade in dem Bereich jedes Verharmlosen und zu tun, als seien Suchtmittel. Ja, genau das ist das, was Sie machen, Herr Kollege Temme. Sie stellen sich immer hierher, Sie sagen, ich war mal Polizist, ich weiß, wie schlimm das auf der Straße ist, wenn die Konsumenten kriminalisiert werden, weil sie keine guten Drogen bekommen. Und das ist genau der falsche Weg. Wir müssen den Menschen helfen, wir müssen Therapien anbieten, wir müssen über Drogengefahren aufklären, aber wir können doch nicht sagen, weil wir das auf dem Schwarzmarkt nicht in den Griff bekommen, dann legalisieren wir den Bereich einfach mal. Das ist der völlig falsche Weg, Herr Kollege. Herr Kollege Sorge, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Tempel? Ja, natürlich. Bitte schön. Der Kollege Bliner hat ihm vorgeführt, wie man trotz unterschiedlicher Positionen ohne Lügen auskommt. Ich weise Sie noch mal darauf hin. Dass ich in nicht einer einzigen Veranstaltung irgendwo auch nur die Gefährlichkeit von Cannabis in Frage gestellt hat. Ihre permanente Behauptung, hier würde irgendetwas verharmlost. Mehrfach habe ich darauf hingewiesen, dass große Risiken da sind. Alles das, was auch Ihre Kollegin Zollner aus der Suchtklinik erzählt hat, alles das, was Sie gerade auch an synthetischen Substanzen von Produkten, die auch Cannabis ersetzen sollen, erzählt haben, sind Rahmenbedingungen, die durch Ihre Prohibition entstanden sind. Wer
bräuchte denn synthetische Cannabinoide, wenn Cannabis legal wäre und man auf eine natürliche, rohstoffbasierte Substanz zurückgreifen könnte? Sie unterstellen hier permanent, dass wir das gut finden, was erst durch Ihre Prohibition tatsächlich entstanden ist. Wir haben mehrfach Angebote gemacht, auch auf den Wirkstoffgehalt von THC bezogen, dass gerade legale Modelle die Möglichkeit wären, diesen Wirkstoffgehalt unter Kontrolle zu bringen. Da diskutiere ich gern mit dem Kollege Blinert, ob der Eigenanbau die richtige Variante ist oder nicht. Aber wir machen genau dazu Vorschläge, übrigens mit der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, mit dem Bund Deutscher Kriminalbeamter, mit vielen anderen Bereichen. Der Kollege von den Grünen hat das mit aufgezählt. Gemeinsam, Sie sind in der Gesellschaft fast isoliert, bei dieser Thematik sich einen anderen Weg in der Drogenpolitik zuzuwenden. Und Sie arbeiten hier permanent mit Unterstellung, dass wir Drogen verharmlosen würden. Nein, wir wollen Schadensminimierung. Wir wollen weniger Suchterkrankungen, wir wollen weniger Begleiterkrankungen und wir wollen vor allen Dingen weniger Todesfälle. Und wenn Sie hier permanent etwas anderes ohne jeglichen Beleg unterstellen, dann bitte ich Sie hier, sich einfach mal für solche Lügen zu entschuldigen. Also. So, jetzt. Als allererstes, Herr Kollege Tempel, ist das absolut unterirdisch, wenn Sie jemanden mit einer anderen Meinung immer Lügen unterstellen. Also das ist eine Art der Argumentation, die können Sie gern machen mit Ihren Kollegen, aber das ist einfach nur unterirdisch, dieses Niveau. Und weil Sie immer sagen, Sie würden auf Gefahren hinweisen, Sie würden gar nicht für eine Bagatellisierung sein, genau das Gegenteil ist der Fall. Und weil Sie immer sagen, es gäbe da gar keine Probleme. Ich sage Ihnen mal, es gab letztens eine Studie der Technikerkrankenkasse und des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kinder- und Jugendalters. Und gerade im rot-grün regierten Niedersachsen, da haben wir beispielsweise die jüngsten Kiffer, die fangen dann mit 14 Jahren an, frühester Einstieg in der Drogenkarriere. Ja, und Sie sagen ja, die wären dann alle in die Illegalität gedrängt, weil sie erstens keinen guten Stoff bekommen und zweitens, dadurch, dass sie Stoff kaufen, werden sie kriminalisiert und deshalb müssen wir das mal legalisieren. Und das sage ich Ihnen auch ganz, ganz offen, wenn Sie die Studien lesen, beispielsweise der Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen, Herr Thomasius, sehen Sie, Sie kennen den ja, der hat gesagt, nicht nur das, was bereits ausgeführt worden ist, dass wir aufgrund des intensiven Cannabisgebrauchs Hirnschäden, Schizophrenie, dass das auftreten kann, sondern dass es im Grunde besorgniserregende Zustände sind. Und da können Sie doch nicht das Ursache-Wirkungsprinzip umkehren und können sagen, dann müssen wir alles legalisieren, dann wird alles besser. Das ist der völlig falsche Weg, Herr Kollege. So. Und deshalb will ich auch noch mal auf einen anderen Aspekt in der Diskussion und auch in dem einen Antrag von Ihnen hinweisen. Sie haben ja gesagt, wir müssen auch darauf achten, dass beispielsweise Wirkung auf die Verkehrstüchtigkeit im Straßenverkehr, dass wir da nicht zu einer Kriminalisierung derjenigen kommen, die eben Drogen konsumieren. Ich will nur noch mal auf die Zahlen hinweisen. Laut Weltverkehrsforum sind bei 14-17% aller Autounfälle mit Toten und Verletzten, die werden unter dem Einfluss von Drogen, von Cannabis und Benzodiazepine verursacht. Das heißt, meine Frage ist dann tatsächlich, wollen Sie dann beispielsweise den Eltern von Verkehrsopfern erklären, das sei richtig gewesen, das sei gut gewesen, dass unter Drogen stehende Fahrer fahren dürfen, beziehungsweise nach Ihrem Antrag, gucken Sie in Ihren Antrag rein. In Ihrem Antrag steht, dass man erst in riskanten Situationen bei wiederholtem Fahren unter Drogeneinfluss, dass das kriminalisiert werden soll. Und das ist der völlig falsche Weg. Und hören Sie auf, Herr Tempel, die Leute immer der Lüge hier zu bezichtigen. Sie sitzen da, Sie behaupten Dinge, die durch nichts unterlegt sind. Sie stellen sich als Polizist hier hin. Also ich sage Ihnen einfach mal, die Leute, die ich kenne, die Polizisten sehen, wenn die das hören oder das hören, was Sie reden, die sind einfach nur peinlich berührt, weil die sagen, wenn Leute wie Sie auf der Straße sind, dann ist das einfach unterirdisch. So, und wenn Sie dann den... Und wenn Sie sagen... So, jetzt lassen Sie bitte noch mal den Kollegen. Dass Drogenkonsum und Einstiegswege, das klingt ja immer sehr abstrakt. Ich will es mal an einem Beispiel festmachen. Ich komme aus dem Bundesland Sachsen-Anhalt. Und da ist es tatsächlich so, dass wie in vielen anderen Bundesländern auch mittlerweile Cannabis und seine Variation die unangefochtene Nummer 1, also bei über 70% aller Drogendelikte, insbesondere an Schulhöfen, an Schulen sind. Das heißt, man sieht daran, dass eine gewisse Affinität gerade der jungen Menschen dazu besteht, dass es einen enormen Anstieg gibt. Und da ist es natürlich ein zentraler Grund, dass aufgrund der schleichenden gesellschaftlichen Verharmlosung von Cannabis das eben letztendlich zu solchen Zahlen führt. Und meine Damen und Herren, ich will mich damit auch nicht zufrieden geben, sondern wir als Unionsfraktion, wir kämpfen dafür, dass der Drogeneinstieg erschwert wird, dass,
dass Drogensucht klar benannt wird, dass Drogensucht als Krankheit benannt wird. Wir wollen Prävention mit allen Mitteln, wir wollen die Heilung unterstützen, aber wir wollen auch die Auswirkungen der Drogensucht nicht arglos hinnehmen. Und deshalb, Sie wollen Bagatellisierung, Sie wollen Legalisierung, wir wollen Sensibilisierung. Und deshalb wird Sie es nicht überraschen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir Ihren Anträgen heute hier nicht zustimmen werden. Herzlichen Dank. So, vielen Dank. Diese sehr emotionale Debatte ist jetzt zu Ende. Und wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses.